Wiegald Boning, hallo. Ich freue mich, guten Tag. Ross Anthony, hi. Hallo. Frau Ludewig, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Bürger Lars Dietrich heißt er, hallo. Ja, schönen guten Tag, ich freue mich. Birgit Lechtermann, hallo. Hallo, Tag. Hallo, Konrad Stöckel. Hallo. Maite Kelly, hallo. Hi, Julian, how you doing? Schäfer Heinrich, hallo, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Bettina Tietjen, hallo. Hallo. Hallo, Holger Franke. Ja, hallo, Julian und alle Hörer von Sprechplanet. Ja, meine Lieben, es ist 20 Uhr, es ist Montagabend, das heißt Sprechplanetzeit. Schön, dass ihr dabei seid. Ich muss mich gerade ein bisschen orientieren hier. Ich habe eben schon dermaßen viele Aufnahmen gemacht für unterschiedlichste Formate, dass ich jetzt ein bisschen durcheinander bin. Jetzt müssen wir seriös reden, denn wir haben Sprechplanetzeit. Es freut mich wirklich, dass ihr dabei seid und auch, dass ihr dabei wart bei der allerersten Live-Online-Sprechstunde. Vorletzten Samstag geht dann demnächst online. Das war auf jeden Fall sehr lustig, hat sehr viel Spaß gemacht und ich kam kaum nach. Also das hätte ich nicht gedacht. Also vielen Dank an alle, die da mitgemacht haben. Das war wirklich eine tolle Sache. Heute bei uns zu Gast hier im Telefon gleich Maximilian Grill, Schauspieler. Ich denke, wenn ihr sein Gesicht seht, kennt ihr ihn. Wenn nicht, dann lernt ihr ihn halt heute hier kennen. Ja, das muss ja auch keine Schande sein. Er wartet bei mir im Telefon, wie die meisten meiner Gäste. Auch das sage ich öfters. Wir haben übrigens schon gestern den ersten Advent gehabt, also nachträglich. Ja, einen schönen ersten Advent wünsche ich nachträglich und heute haben wir den 30. November 2009. Jetzt geht's los. Ja, meine Lieben, da sind wir wieder und jetzt haben wir ihn schon am Telefon. Maximilian Grill heißt er. Hallo. Guten Tag. Du bist ja mittlerweile ein ziemlich gut beschäftigter Schauspieler. Wenn man durch deine Vita schaut, da ist eigentlich jedes Jahr mindestens irgendwas da, eine Sache auf jeden Fall. Wie entstand der Berufswunsch Schauspieler bei dir? Der war aus dem Nichts schon als Kind da. Ja. Also der klassische Weg, der kam, ich habe in der Schule schon Theater gespielt und wir hatten dann auch im Gymnasium eine sehr gute Schultheatergruppe. Mhm. Muss man sagen, eine ziemlich ambitionierte Angelegenheit war das damals mit einem sehr guten Lehrer auch. Ja. Und so ist der Berufswunsch hat sich gefestigt, weil er war ja schon früher da. Ja. Wurdest du entdeckt oder hast du das selbst in die Hand genommen? Das kommt drauf an, worüber man spricht. Also das Theater ist die eine Sache. Mhm. Die eine Seite des Berufs mit dem Drehen ist halt die andere Sache. Das mit dem Drehen war schon so eine Art Entdeckung. Ja. Denn damals für die Wagenfels, für dieses Soap, die ich gedreht habe auf der Bavaria, hat die Maya Bockhoff gesucht und ist durch alle Schultheatergruppen gegangen, weil ja auch Teenager gesucht wurden natürlich für dieses Soap. Und ja. So ist das dann sehr zufällig entstanden. Mhm. Warst du da sehr nervös am Anfang, als es losging? Ja, furchtbar. Ja? Ja, total. Ja, du hattest ja auch noch lange Haare. Da war es ja im Prinzip so der Mädchenschwarm. Ne? Ich habe beim Umzug irgendwann mal so ein paar uralte Bravos wiedergefunden. Ne? Aber es ist lange her. Ja. Aber das stimmt, ja. Lange Haare damals, Bravo, Otto, ein ganzes volles Programm. Ja. War das komisch für dich, so plötzlich gehypt zu werden, auch von außen? Ja, das war ganz komisch. Weil ich hatte halt über null geblickt, ja, was das bedeutet alles. Ich wusste bloß, dass es halt spannend ist und dass ich Bock drauf hatte irgendwie und es war ja auch, es war mit allem, was dazu gehörte, eine Wahnsinnserfahrung. Auch zu wissen, was man nicht mehr will, irgendwie so insgesamt. ja, klar. Aber das war schon eine gute Zeit, es war dann aber auch gut, dass es vorbei war. Ja, die Serie hat ja nicht allzu lange durchgehalten, hat dir aber ganz viele Türen geöffnet, ne? Ja, muss man sagen, genau. Mhm. Woran denkst du besonders gern zurück, wenn du die letzten Jahre mal Revue passieren lässt? Berufstechnisch. Ja, berufstechnisch, immer berufstechnisch. Aber ich denk wahnsinnig gern an mein erstes Theaterengagement nach der Schauspielschule nach. Ich habe dann studiert in Leipzig und danach nach Jena ans Theaterhaus gegangen. Und da muss ich sagen, das war schon eine sehr besondere Zeit. Mhm. Wirst du heute noch, vielleicht auch auf die Wagenfels, glaube ich kaum, aber auf andere große, erfolgreiche Formate auf der Straße oft angesprochen? Nee, auf der Straße nicht mehr. Ich glaube, das habe ich mich seit damals äußerlich zu sehr verändert. Ne? Ja. War ja damals schon so eine Marke mit den langen Haaren und dem ganzen Kram. Und dieser Hype, der eben sehr vom Bravo ausging und so, der ist ja dann auch das Ende gewesen. Ja, du warst aber relativ oft da in der Bravo zu sehen mit Steffen Dürr aus Unter uns und du eben genau, die Wagenfels. Genau. Ne? Ja, das stimmt, aber das hat sich dann, ich meine, sowas geht so schnell, wie es gekommen ist, kann man sagen. Und kriegst du noch Post auf solche alten Sachen? Ja. Ja, da kommt immer mal wieder was, ne? Ja. Was war für dich bisher deine schönste oder anspruchsvollste Rolle? das sind jetzt halt so ein paar, ne? Ja, so ein paar. Naja, also aus den Anfängen, also da beim Drehen aus den Anfängen gab es ja diese Sache, die uns als Männlichen. Ja. Und das war eine Herausforderung, weil das so die erste wirklich
die Figur war halt so geschlossen und der hat ja so einen Unfall gehabt, diese Verletzung zu spielen zum Beispiel. Das waren so die ersten Dinger, wo ich so von mir weg musste, jetzt im Unterschied zum Wagenfels. Das hat sie jetzt nämlich gedeckt. Also ja, klar. Jetzt mal Kannst du dir eigentlich solche alten, richtig alten Erstaufnahmen gut von dir noch angucken? Hast du das noch zu Hause? Ja, klar. Ja? Das ist immer wieder sehr lustig. Das glaube ich, ja. Nee, klar, da haben wir auch im Theater, da gab es auch so eine Reihe Hobbykeller, ja, wo sich jeder so vorgestellt hat und da haben alle sehr gelacht. Ja, aber du merkst wahrscheinlich schon eine Weiterentwicklung in der Schauspielerei bei dir, ne? Naja, klar, also ich meine, zum Wagenfels damals hat sich ja auch viel getan. Ich habe eben studiert, ne? Also Schauspiel in Leipzig. Und das war natürlich damals auch eine Riesenentscheidung, weil es eine große Frage war, geht man jetzt da raus aus der Dreherei? Ja. Also unterbricht man das oder nicht? Oder, weißt du, lernt man das dann da so richtig nochmal studieren? Und war eine Riesendiskussion, auch mit den ganzen Schauspielern, die ich damals schon kannte, auch von alle meine Töchter zum Beispiel, diese ganzen alten Schauspielhautdegen, eingerannt, gegenseitig. Und dann ist die Entscheidung so gefallen und seitdem hat sich natürlich viel getan und es war auch die richtige Entscheidung, muss ich schon sagen. Ich meine, ich wollte ja immer gerne Theater spielen. Ja. Das war irgendwie so der Urwunsch und ohne diese Schauspielschule wäre das nicht gewesen und ohne die Schauspielschule hätte ich auch viele Sachen nicht verstanden. Ja. Sondern gut so. Es wollen ja ziemlich viele Leute immer Schauspieler werden, das Fernsehen, das zeigt es einem ja auch immer, dass es ganz viel Spaß machen kann. Wie schwer ist die Schauspielschule aus deinen Augen wirklich? Die Schauspielschule? Ja. Na, die erste Hürde ist erstmal raufkommen, ne? Das ist schon einigermaßen schwierig, weil sich ja wahnsinnig viele Leute bewerben. Ja. Und wirklich also ein einstelliger Prozentsatz davon angenommen wird. Ja. Das ist das Erste. Und ich meine, die Ausbildung selber ist halt super anstrengend. Ja. Aber es macht totalen Spaß. Also jemand, der das wirklich will, ja, der wird da durchmarschieren. Und das wird ihm Spaß machen und es wird ihn aber auch fertig machen. Aber es ist auch gut so. Das bleibt dann auch so, auch im Theater und so. Ist es eigentlich anders im Theater, wenn Familie und Freunde im Publikum sitzen für dich? Spielst du da anders? Guckst du da schon mal ins Publikum, was wahrscheinlich gar nicht erlaubt ist? Aber ist das ein anderes Gefühl? Das ist total erlaubt, na klar. Ja? Ja, sicher. Das läuft jetzt auch über Bande und so. Man spielt ja schon mit dem Publikum so richtig. Ja. Also ich meine, ich spiele nicht anders. Würde ich mir jetzt, also hoffe ich mal, aber ich bin schon noch einen Tacken anders aufgeregt. Also wenn das eine anonyme Angelegenheit ist, ne, also wenn man keinen kennt, ist das so eine Sache und wenn dann doch irgendwie Leute da sind, deren Meinung einem, also persönlich sehr wichtig ist, dann ist das schon nochmal eine andere Sache, so ein bisschen. Gib dich aber auch nach 5 Minuten. Ja, okay, gut. Kannst du denn gut Text lernen? Hat sich das mit der Zeit entwickelt? Ja, das konnte ich irgendwie schon immer gut. Ja. Weiß auch nicht, da habe ich so ein bisschen so ein fotografisches Gedächtnis. Wie kritisch schaust du dich denn selbst im Fernsehen an? Brutal kritisch. Ja. Ja. Ist immer sehr schwer. Also ich meine, ja klar, es ist immer sehr schwer, wenn man Abstand hat, also in alten Sachen, das ist halt vor allem irgendwie lustig. So ein bisschen wie alte Fotos angucken. Du hast ja schon in sehr, sehr vielen, auch namhaften Produktionen mitgewirkt, wenn ich da so durchschaue. Also ich kenne die Anrainer, Soko Köln, Der letzte Bulle, nicht zuletzt Schloss Einstein. Ja. Wirst du durch Schloss Einstein öfters von Kindern jetzt angesprochen? Ja, das ist ganz schön. Ja? Ich war neulich auf einem Kindergeburtstag. Als Vater praktisch. Ja. Da wurde ich dann um Autogramme gebeten, das fand ich sehr lustig. Aha. Welche Art von Rolle spielst du denn am liebsten? Ach, das ist echt schwer zu beantworten. Weil ja, also ich meine, ich hätte jetzt auch keine Wunsch- und Traumrolle und so. Ja. Ich weiß nicht, nee, das ist schwer zu beantworten, weil wenn eine Figur gut ist, also wenn die gut geschrieben ist, ja, dann tut das nicht so viel zur Sache. Was jetzt für eine Figur. Ja, aber gibt es denn beispielsweise andersrum irgendwas, wo du sagst, na, das hätte ich mal besser nicht gemacht? Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, ist auch gut. Nee, nee, also auch wenn es dann irgendwie vielleicht scheiße war im Nachhinein oder so. Ja. Weil das ist auch, glaube ich, auch Quatsch dann zu sagen, das hätte ich besser nicht gemacht. Ja. Wo bist du denn am liebsten? Im Film, im Fernsehen oder auf der Bühne? Ja, das ist auch schwer zu beantworten, weil es ist so unterschiedlich. Ja, egal, ja. Und ich mache beides sau gern. Also, die Anforderungen, die Herausforderungen und die Schwierigkeiten bei beiden Dingern sind so verschieden, echt schwer zu vergleichen. Ja, ja, okay. Meine Vorbereitung beim Schauspieler und eine Herangehensweise ähnlich, aber was dann da passiert, ja, ist so unterschiedlich und ich mag beides sehr. Ja. Hast du Schauspielkollegen, Vorbilder, sage ich immer ungern, aber Leute, die du besonders bewunderst, wo du vielleicht selbst schon als Kind Fan von warst? Ja. Welche? Also, wen ich wirklich sehr, sehr bewundere, schon lange, ist Elmar Wepper. Ja, oh ja, den finde ich seit irgendwie und sowieso. Ja. Da finde ich den schon mal nicht toll und jetzt auch in dem Story-Film Tischblüten. Das ist einfach eine Geschmackssache, den mag ich einfach sau gern. Gibt es bei dir irgendjemanden, der deine ganzen Engagements, die Serien fleißig auf Video, macht man ja nicht mehr, aber auf DVD aufnimmt? Ja, bis vor kurzem war mein Großvater da gut dabei. Ach cool, ja, das finde ich mal toll. Ja. Das war schon 94. Ja.
Und sonst, naja, man holt, also ich hole mir die Sachen dann meistens im Nachhinein nochmal von den Produktionen. Ja, ja, ach so. Mhm. Und will das halt dann mit meiner Familie gucken. Mhm. Mhm. Oder so. Oder auch für Demo-Bandzwecke, da holt ihr halt dann Zeug irgendwie und guckt dann, wie das zusammen ist. Ja. Wäre eine weitere Rolle in einer Soap für dich denkbar heute noch? Nein. Nein. Also das kann ich dann doch mit Nein beantworten. Mhm. Weil ich, es hat aber auch echt einen konkreten Grund, der ja gar nichts mit Qualität oder Nicht-Qualität von den Dingern zu tun hat. Das ist ein Wahnsinnsjob, das weiß ich auch. Ich habe es ja gemacht. Ja, ja. Weil ja, es war anstrengend. Ich finde bloß, dass es immer schwieriger wird, unter den Produktionsbedingungen irgendwas anzubieten, was Qualität hätte. Ja. Ich als Schauspieler für mich kann sagen, ich kann in dem Tempo und in dem Umgang mit Figuren und so, da kann ich nicht gut sein. Ja, da kannst du nicht mehr das geben, was du eigentlich kannst, ne? Ja, und das ist dann unheimlich ein Krampf. Weil das weiß man, merkt man ja die ganze Zeit und abends gehst du nach Hause und denkst, ja gut, das heißt... Also, dass ich, ja. Ich würde es gar nicht aburteilen, so meine ich damit gar nicht. Mhm. Ich könnte es einfach nicht. Mhm. Also, das ist so das Ding. Mhm. Mhm. Was würdest du denn gerne mal spielen oder wo würdest du vielleicht gerne mal hinreisen? Irgendwelche großen Projekte, die du vielleicht anstrebst? Naja, was ich gerne spielen würde, ist, ich würde schon gern bald wieder auf einer wirklich großen Bühne stehen. Ja. Und was spielen und auch eine Figur, die durch den ganzen Abend geht irgendwie, das habe ich ja auch schon gemacht und das macht halt wahnsinnig viel Spaß und da gibt es natürlich endlos Figuren, die man gerne spielen würde oder die ich gerne spielen würde. Mhm. Ich würde halt wahnsinnig gerne auch mal einen Film machen. Selber, ja? Ja, selber. Mhm. Und natürlich auch gerne, also jetzt die letzten Produktionen waren ja auch eher Serienproduktionen, bei der Bulle da in Köln, ja, letzten Folgen und so. Einen Film würde ich schon auch gerne machen. Ja. Wenn du eine Rolle, eine Episodenrolle für eine Serie bekommst, schaust du dir dann im Vorfeld so ein paar Folgen an, damit du zumindest die Kollegen vor der Kamera schon mal wiedererkennen kannst oder gehst du einfach dahin und lässt dich da nicht von beeinflussen? Nee, ich guck's mir schon vorher an. Ja. Ich glaube, es ist wichtig, gar nicht, um die Kollegen irgendwie einschätzen zu können oder zu kennen, die kennen wir dann meistens irgendwie, sondern um das Format zu checken, also die Geschichte zu verstehen. Ja. So, das spielt ja dann doch oft eine Rolle und wenn du da weißt, welche Figuren die zueinander stehen, kannst du halt nochmal ein bisschen was machen mit deiner Figur. Ja. In Beziehung zu den anderen Figuren. Und also wenn man das Ensemble kennt und weiß, was da so los ist, ist das auf jeden Fall hilfreich. Mhm. Gab es auch mal irgendwann eine Zeit, wo du nicht wusstest, wo du nächsten Tag zu drehen hast? Oder wo zumindest eine etwas schwierigere Zeit ist? Bei Schauspielern ist das ja immer sehr gemischt. Bist du einer von denen, die sich nie Sorgen machen müssen? Nee, das gibt's immer. Also diese Phasen gibt es immer. Ja. Ich bin nicht durchgehend beschäftigt. Mhm. Und es gab auch Zeiten, gerade als ich da aus dem Theater kam und dann frei war, das hat gedauert, ja, das wieder lief. Und das ist immer wieder so. Immer wieder. Aber ich bin da immer, also ich kann von mir behaupten, ich bin da relativ entspannt, ja, weil ich jetzt über die vielen Jahre, also es sind ja jetzt auch irgendwie schon 13 Jahre oder so. Ja klar, natürlich. Sagen muss, es kommt halt immer dann. Mhm. Also kurz vor der Panik. an. Ja, also am besten gar keine Panik machen, ne? Sondern rückwirkend immer gucken. Ja. So meine Erfahrung. Aha. Und das hat sich einfach bewahrheitet so über die Jahre. Ja. Von dir weiß man nicht so sonderlich viel privat. Ich stelle mir eigentlich auch nicht so gerne private Fragen, aber wie lebst du so? Wie kann ich mir deinen Alltag vorstellen? Naja, ich lebe hier in Berlin, Prenzlauer Berg. Ja. Der Klassiker. Aha. Und es dreht sich viel um die Arbeit einfach. Ja, ja. Das Private ist auch ganz gut, wenn es dann privat ist. Okay. Gut, Maximilian, das soll es gewesen sein. Vielen Dank. Alles klar. Ja, und mach's gut. Auch. Ja, und da bin ich schon wieder zurück. Das war Maximilian Grill hier bei mir im Gespräch im Live-Telefon von sprechplanet.de. Ich hoffe, er war gut zu verstehen. Es hat hier und da ein bisschen gestockt, aber ich denke mal, jedes Wort wurde hier verstanden. Von mir auf jeden Fall, wenn ihr irgendwas nicht verstanden haben solltet, von mir aus auch, was ich gesagt habe, ja, ich nuschel ja auch, ja, das ist ja auch klar, dann auch das, ja, werde ich gerne dann schriftlich nochmal nachreichen. So, meine Damen und Herren, das war's für heute. Am kommenden Freitag bei uns zu Gast Benjamin Herd, Benny Herd, den kennt der ein oder andere Casting-Junkie vielleicht doch, mit Sicherheit, denn er war dabei in der 5. Staffel von Deutschland sucht den Superstar, damals hat Thomas Godoy gewonnen, 2 Jahre ist das schon her, ungefähr, oder 1,5 Jahre, ne?
Ja, hier wird genickt fleißig. Benny Herd auf jeden Fall bei uns zu Gast am kommenden Freitag. Er war vor kurzem auch zu sehen beim perfekten Promi-Dinner. Das war übrigens der Grund, weswegen wir ihn hier eingeladen haben, weil ich ihn dort sehr sympathisch fand. Und ich hoffe, er wird am Freitag bei mir auch sehr sympathisch sein, meine Damen und Herren. Das war's. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche eine sehr, sehr schöne vorweihnachtliche Woche. Und es ist ja jetzt soweit. Jetzt kann man ja mit sehr gutem Gefühl schon mal so ein paar alberne Lichterketten rausstellen und zum Adventstreff und zum Weihnachtsmarkt gehen. Deswegen trinkt einen Glühwein für mich mit, ja. So viel ihr wollt, bis zur Besinnungslosigkeit von mir aus auch. Auf Sprechplanet immer dabei rufen. Auf Sprechplanet, auf Sprechplanet. Und wenn jemand sagt, was, wie, auf was? Dann sagt er, auf Sprechplanet, ja. Und am besten druckt ihr euch so ein Logo aus. Also hier, guck mal da. Sprechplanet. Julian hat gesagt, auf Sprechplanet. Also von mir aus gerne. Meine Damen und Herren, das war's. Und in diesem Sinne, Prost. Auf Sprechplanet. Tschüss.